Grüße Christian Mier von Reporter ohne Grenzen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat heute gewarnt, auch in der EU sei die Pressefreiheit in Gefahr. Wie schätzen Sie die Lage ein? Ja, das ist auf jeden Fall kein Bild, was uns zufriedenstellen kann. Und ich würde sogar sagen, wir haben ein Nord-Süd-Gefälle in den nordeuropäischen Ländern, auch in den Nord-EU-Mitgliedsländern haben wir insgesamt wirklich eine gute Lage. Finnland, Schweden, dort haben wir wenig Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten. Aber je weiter südlicher und je weiter östlicher wir kommen, erleben wir Gewalt gegen Journalisten. Wir haben ja zum Teil sogar Morde in den letzten Jahren erlebt. Und wir haben vor allen Dingen eine sehr große Korruption, die am Ende auch Gift ist für Pressefreiheit. Denn Journalisten, die über Korruption berichten, bekommen sehr oft an vielen Stellen in vielen Ländern der Europäischen Union Probleme. Wir haben jetzt gerade in dem Beitrag gesehen, wie die Polizei oder Paramilitärs in Russland mit dem Schlagstock umgehen. Das kann man ja auch subtiler machen. Also Regierungen, die die Presse unter Druck setzen wollen, machen das ja auch gleichzeitig mit der Justiz. Wie gehen die denn dann vor? Ja, ich glaube, das ist etwas, was wir in Deutschland, um es mal positiv zu wenden, gar nicht oft gut hoch genug schätzen. Wir haben in Deutschland eine starke, unabhängige Justiz. Auch in Deutschland gibt es ja Einschränkungen der Pressefreiheit. Aber wir haben immer wieder deutsche Gerichte, das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, das namentlich die Pressefreiheit hochhält. Und ein Land wie Polen, ein Land wie Ungarn, ein Land wie Slowenien, das sind Länder, bevor sie Journalisten angreifen, die kritisch berichten, legen sie die Axt an die Rechtsstaatlichkeit. In Polen wurde das Verfassungsgericht geschwächt, wurden Richter versucht, aus dem Amt zu entfernen. Denn eine unabhängige Justiz ist am Ende einer der wichtigsten Sicherungen für Pressefreiheit. Und das ist etwas, womit eigentlich immer der Abbau von Pressefreiheit beginnt, dem Abbau von Rechtsstaatlichkeit. Wir sehen ja auf der anderen Seite, dass in solchen Ländern sich dann auch plötzlich sehr unabhängige Redaktionen oder Zeitungen oder Fernsehsender wiederfinden in einem ganz großen Gebilde, in einem großen Unternehmen. Und dieses Unternehmen dann oft sehr nah an dem, an den Regierenden dran ist. Das ist ja offenbar auch eine Vorgehensweise. Ja, es wird natürlich versucht, auch über Kontrolle auszuüben, die manchmal eben nicht so sichtbar ist. Das ist oft eher eine subtile Kontrolle, weil man ja am Ende ein Medienprodukt bekommt, wo vielleicht manchmal nicht draufsteht, wie eine Kontrolle ausgeübt wird. Wie macht man das dann in solchen Ländern? Wir haben ja gerade, Sie haben einige Länder erwähnt, wir haben gerade dort eine sehr, sehr große Nähe der Presse an den Regierenden. Und das ist ja kein Zufall, das ist ja durch einen Prozess gegangen. Das ist eigentlich oft ein Kreislauf von Wirtschaft, von Medien und Politik. Gerade private Medien müssen sich ja finanzieren. Dafür sind sie abhängig von Werbung, von Anzeigen. Allerdings sind viele auch dieser osteuropäischen Länder sehr schwache Volkswirtschaften mit sehr schwachen Werbemärkten. Da kommt dann oft der Staat rein, indem diese staatlichen Behörden, staatliche Ministerien die wichtigsten Anzeigenkunden sind. Und die Medienbesitzer sind oft gleichzeitig zusätzlich noch abhängig von großen anderen wirtschaftlichen Aufträgen. Das ist anders als in Deutschland, wo wir klassische Medienunternehmen erleben. Erleben wir in vielen osteuropäischen Ländern, dass wir im Prinzip so Unternehmer haben, die sind große Bauunternehmer, die sind große Medienunternehmer. Zum Teil sitzen sie sogar noch selber im Parlament. Und das ist eine sehr unheilvolle Mischung. Herr Mier, jetzt gucken wir trotzdem mal auf Deutschland. Die Corona-Pandemie hat ja auch in Deutschland mehr Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten gebracht. Sehen wir neben den tätlichen Angriffen bei den Demonstrationen auch ein gewisses System derjenigen, die gegen die Presse vorgehen? Ja, das ist etwas, was, glaube ich, ein Alarmsignal ist. Wir haben im vergangenen Jahr eine Verfünffachung der Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten in Deutschland registriert und das in einem langjährigen Mitglied der Europäischen Union im Herzen der EU. Das hat dazu geführt, dass wir die Lage in Deutschland nur noch als zufriedenstellend im globalen Vergleich und nicht mehr als gut bestimmen können. Es bricht sich offenbar offener Hass, der online sich entwickelt hat, der sich auf Social-Media-Plattformen entwickelt hat, offen
Bahn auf den Straßen, wenn Journalistinnen und Journalisten berichten über Corona-Demonstrationen. Denn der Großteil der Übergriffe gegen Journalistinnen und Journalisten hat stattgefunden im vergangenen Jahr auf Kundgebungen gegen die Corona-Maßnahmen in Deutschland. Herr Mehr, ganz herzlichen Dank. Danke auch. Ja, wir haben gerade darüber gesprochen, sehr weit muss man gar nicht sich umsehen, um Einschränkungen der Pressefreiheit festzustellen. Auch in Europa finden zum Teil gezielte Attacken auf die Presse statt. Ein Überblick. Nach dem letzten Bericht des Europarates wurden in den vergangenen 6 Jahren 31 Journalisten im Einsatz ermordet. Jüngste Beispiele dafür sind der Mord an Daphne Caruana Galizia in Malta, an Jan Kuciak in der Slowakei und vor kurzem an Georgios Kalivas in Griechenland. Unsere Analyse hat gezeigt, dass Journalisten behindert oder erheblich behindert werden in ihrer Arbeit in 73% der untersuchten Länder weltweit. Europa ist nach wie vor der Kontinent, wo die Bedingungen für die Pressefreiheiten am günstigsten sind. Aber der Mechanismus der EU zum Schutz der Grundfreiheiten muss erst noch wirken, um die harte Hand von Viktor Orban gegen die ungarischen Medien zu lockern. Das Gleiche gilt für Polen und Slowenien. Wie ist es möglich, ein unabhängiges Medium zu betreiben mit 700.000 Lesern in einem Land wie Ungarn, das bekannt ist für sehr starke Einschränkungen der Pressefreiheit? In Ungarn sind die Journalisten nicht im Gefängnis und werden auch nicht umgebracht, aber es ist äußerst schwierig, an Informationen heranzukommen. Der ungarische Staat und die Regierung versucht, uns das Leben schwer zu machen, manchmal unmöglich. Sie beantworten zum Beispiel nicht unsere Fragen. Kritische Journalisten werden häufig nicht bei Presseveranstaltungen zugelassen. Und unsere Operation finanziert sich fast ausschließlich durch Crowdfunding. Das ist ein wichtiges Thema auch für unsere Unabhängigkeit. Hinter uns steht kein Oligarch und wir müssen auch unsere Inhalte nicht so differenzieren wegen der Eigentumsverhältnisse bei den Medien. Es ist wirklich so, wenn wir handeln, wenn wir die Kommission verklagen und die Kommission zwingen, die Haushaltskonditionalität anzuwenden bei Ländern wie Ungarn, Polen und anderen Ländern, dann dient das hoffentlich der Bewahrung der Medienfreiheit und des Medienpluralismus. Ja, bestimmt, alles hängt vom Geld ab. Und ich denke, das ist auch die richtige Richtung, um das Problem zu lösen. Aber da in Ungarn alles legal ist, das ist eine Demokratie, wo alles legal scheint. Nein, es ist legal und nach dem Buchstaben des Gesetzes scheint es auch richtig zu sein. Ich habe ja auch schon beschrieben, wie schwierig unsere tägliche Arbeit als kritische Journalisten ist. Ich bin nicht sicher, dass die Mittelkürzungen das alles ändern werden. Aber ich hoffe, dass dadurch die Dinge in eine bessere Richtung gingen. In den Berichten über die Medienfreiheit und auch den Berichten der Reporter ohne Grenzen ist es so, dass Bulgarien bekannt dafür ist, dass es hier zu physischen Bedrohungen von Journalisten kommt. Sie werden geschlagen und verhaftet. Ich lebe seit 8 Jahren mit Begleitschutz und das rund um die Uhr. Deshalb, weil ich berichtet habe über die Roma-Mafia zu einer Zeit, wo das noch niemals tat. Ich begann mit einem investigativen Bericht für meine Zeitung und ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass das alles so enden würde. Ich habe immer noch Angst. Die Angst weicht auch nie. Aber ich bin sicher, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Mit Begleitschutz zu leben ist kompliziert, vor allen Dingen auch, weil ich auch mit 2 weiteren Menschen zusammenlebe.